Also ja, ganz konkret haben wir jetzt dieses, den Rummelplatz als, als Ausgangspunkt genommen für die Auseinandersetzung zwischen den Gangs. Junge Leute, die sich auf dem Rummelplatz treffen, auf einem stillgelegten Rummelplatz, in dem Moment ist es bei uns ein stillgelegter Rummelplatz, wo schon im Prinzip die Achterbahn nicht mehr funktioniert. Aber die Achterbahn als, als Ausdrucksmittel der Achterbahn der Gefühle war schon sozusagen ein Ansatzpunkt für uns. Und deswegen ist die eben sehr, sehr groß auch auf dem Bühnenbild zu sehen. Da treffen sich die Gangs, da findet eigentlich die ganze Geschichte statt. Da findet der Hass untereinander statt, da finden die Prügelszenen statt, da findet die Liebe statt, auch die Balkonszene. Alles in diesem Rummel- oder Spaßpark-Ambiente. Ich glaube, wir halten uns auch an das originale Shakespeare, aber wir spielen das nicht, ne, in Original, aber wir spielen das wie heutzutage in dieser Zeit ab. Ne? Ja, und wir haben es zwar, ich glaube, auch tänzerisch etwas moderner angelegt, nicht den reinen klassischen Tanz im Tutu, wie man es, und Strumpfhose, wie man es kennt, sondern wir haben normale, schöne Klamotten an und da, das macht mir auch ein bisschen mehr Spaß. Ballett machen für Jugendliche, um Jugendliche an Ballett heranzuführen. Das war uns ganz, ganz wichtig. Denn gerade Jugendliche haben oft dazu keinen Zugang mehr, weil es oft diese Vorstellung gibt vom klassischen Ballett, also Männer in Strumpfhosen und da gibt es sehr viele Vorurteile, alles in Rosa, ist nur was für Mädchen. Und gerade hier kommen sehr viele Kampfszenen vor. Es ist ein Thema, das Jugendliche interessiert. Es geht um die erste Liebe, es geht um Klicken, um Peer Groups auf der Bühne, sozusagen die Altersgruppe der Jugendlichen. Also, ich, der Roman Julia ist ideal dafür.